Sadat hat eine klare Strategie gemacht. Er hat die Muslimbrüder aus den Gefängnissen freigelassen, sprach von seinen Söhnen. Und da sind die Söhne, die er freigelassen hat, die ihn getötet haben. Und Papst Shenouda hat ihn gewarnt. Er hat Papst Shenouda in die Verbannung geschickt. Er dürfte oder musste in seinem Kloster 4 Jahre lang bleiben. Hat die Anerkennung als Patriarch und Papst ihm entzogen und hat dafür 5 Bischöfe ernannt, die ihn in seiner Funktion als Papst und Oberhaupt der Kirche ersetzen müssen. Also Sadat hat eine ganze wilde und eine sehr aggressive Strategie uns gegenüber. In der Zeit von Mubarak haben wir keine bessere Zeit, aber er war trotzdem dem Papst einigermaßen gesonnen. Er hat vor der Weltöffentlichkeit gezeigt, er ist derjenige, der diese christliche Minderheit in Schutz nimmt. Und das konnte er so anbieten, verkaufen, sodass er rechtfertigen kann, dass er weiterhin im Amt bleiben kann und damit Unterstützung der ganzen Welt erfahren kann. Das hat er bis die ununterbrochene Serie von Gewalt der Kopten gegenüber so eine enorme Masse erreicht haben, sodass einfach sozusagen der Fass zum Überlaufen gebracht worden ist. Das war der Fall zu unserem letzten Weihnachtsfest, als eindeutige Androhungen im Internet zu lesen waren, sodass die deutsche Polizei auf uns kam und hat gewarnt, dass 3 Gemeinden in Deutschland in Gefahr sind. Und dann hat der Bundesinnenminister veranlasst, dass die Gottesdienste unter Polizeischutz stattfinden. Das hat aber uns nicht zum Erschrecken gebracht. Im Gegenteil, wir haben sehr viel Solidarität von den anderen Schwesterkirchen erfahren dürfen, sodass unsere Kirchen zu unserem Weihnachtsfest nicht leer waren, im Gegenteil überfüllt von den eigenen Gemeindemitgliedern, Kinder, Frauen, Heranwachsenden, Erwachsenen, ältere Männer und Frauen und mit ihnen sehr viele Schwestern und Brüder von allen Konfessionen, Würdenträger, Politiker, Europaabgeordneten, Bundestagsabgeordneten, sogar führende Kräfte und führende Kräfte des Islams in Deutschland kamen, um ihre Solidarität zu zeigen und zu demonstrieren, dass wir keine Angst vor dieser Bedrohung haben. Also das, was man in Irak gesehen hat, genau das sollten wir auch in Deutschland kosten, indem man eine gefüllte Kirche einfach zerstört. In welche Details das ist, wissen wir nicht, aber stand in den E-Mails zum Beispiel Aufforderung an die Muslimen, Bomben zu basteln und das Rezept dafür, die ganze Prozedur, wie eine Bombe gebaut werden soll, wurde in allerfeinsten Details angegeben, sodass die Muslimen in Bewegung gebracht werden müssen, Bomben zu produzieren und die Christen in ihren Festtagen zu attackieren. Also von wo genau, konnte man nicht lesen, aber man hat das in Verbindung mit der Situation in Ägypten gebracht. Und das war eine verbreitete Botschaft. Aber 3 Gemeinden in Deutschland waren in der Zielscheibe der islamistischen Terroristen. Zum Glück ist das nicht der Fall. Jedoch zu unserem Ostern kamen 3 Androhungen. Und dann mussten wir auch unsere Ostern in der Nacht vom 23. auf 24. April unter Polizeischutz feiern. Wir haben sehr viel Herzlichkeit, sehr viel Liebe, sehr viel Anteilnahme auf allen Ebenen der Katholischen Bischofskonferenz, die EKD. Und vorgestern war ich eingeladen bei der synodalen Versammlung der evangelischen Landeskirche und die Kirche, also die Kirchenleitung
Die Synode hat eine Resolution verabschiedet, einstimmig verabschiedet, in dem sie ihre Solidarität mit den verfolgten Christen aufweisen und dass sie die deutsche Regierung auffordern, aktiv zu werden, um dieses Blutvergießen der verfolgten Christen in Ägypten endlich mal ein Ende findet. Und das war sehr mutig. Ich habe sehr viel Herzlichkeit und Liebe von den Gemeinden erfahren dürfen. Einige Gemeinden rufen an und sagen, wir möchten euch besuchen, um unsere Solidarität bekunden zu können. Andere Gemeinden sagen, wir möchten gerne verletzte Gemeindemitglieder nach Deutschland zur medizinischen Behandlung holen. Andere sagen, wir möchten gerne unsere Sonntagskollekte für eure Christen bestimmen. Also wir haben so viele Liebe, so viel Herzlichkeit, so viel Anteilnahme, die hat uns wirklich so berührt und wir spürten, wie eine brennende Wunde einfach mit Salbe behandelt werden. Ich erhebe meine Stimme und ich sage, es ist genug. Die Schweigsamkeit, vor allem in den letzten Wochen, machen mich regelrecht krank. Ich habe mitbekommen, dass nächste Woche Herr Volker Kauder und Frau Bundestagsabgeordnete Ute Granold nach Ägypten fliegen. Aber ich sage, ich wünsche mir, dass Deutschland und dass die Europäische Union mit anderer Töne sprechen und handeln, denn das ist, was bis jetzt geschah, ist wirklich überwiegend verbal und sehr blass. Ich möchte sagen, ich wünsche mir, dass man konkrete Schritte erfährt und dass man nicht wegschaut, in der Hoffnung, dass die wirtschaftlichen Interessen des Landes beeinträchtigt werden, wenn es um die Menschenrechte der verfolgten Christen in unserem Land geschieht. Ich versichere Ihnen, wenn man wegschaut und wenn man nichts tut, werde das, was uns in Ägypten geschieht, Ihnen eines Tages auch in diesem Heimatland der Fall sein. Wenn wir nicht von unserer Geschichte lernen, sind Sie bald dran und nehmen Sie das ernst. Ich bin kein Hassprediger, ich habe auch viele Freunde von den Muslimen. Ich möchte nicht einfach die Menschen in Angst versetzen. Wir sollen keine Angst haben, aber wir müssen genau von unserer Vergangenheit lernen. Eines Tages waren wir die Herren in unserem Vaterland, im eigenen Land. Heute kämpfen wir, um leben und überleben zu können. Denken Sie an die Wachstumskurve. Die Wachstumskurve allein ist ein Indiz dafür, wenn wir so weitermachen würden, dann sind wir eines Tages eine Minderheit in unserem eigenen Land. Und wir sehen, wie der Islam reagiert, wenn das in der Macht und in der Mehrheit und wie der Islam reagiert, wenn es in die Minderheit ist. Also ich warne, nehmen Sie die Situation ernsthaft. Meine Story is your story. Meine Geschichte ist Ihre Geschichte. Meine christliche Vergangenheit ist Ihre Wurzel, Ihre Christenheit. Lernen Sie von unserer Geschichte, lernen Sie von unserer Situation, schauen Sie in der Zukunft und die Zukunft fängt heute an. Deswegen erhebe ich meine Stimme und sage, wir sollen nicht wegschauen, sondern wir müssen zusammen handeln und wir müssen für unsere Kinder ein sicheres Land anbieten und wir müssen für unsere Kinder was tun, damit sie in ihrem eigenen Land nicht als Bürger der zweiten oder der dritten Klasse oder als minderwertige Menschen im eigenen Land behandelt werden. Also Verfolgung fängt an mit einer Begegnung, mit dem Gesichtsausdruck, beim Blickwechsel, bei der Wortwahl. Es sind Menschen, die lehnen es ab, die Hand zu geben, weil die meinen, die Hand ist nicht rein. Ich habe es erlebt, dass einige ägyptische Journalisten, die zu Gast waren, seinen Halsschal auf die Hand so gelegt hat, sodass, wenn ich ihm die Hand gebe,
dass meine Hand, meine Haut nicht seine Haut berührt, weil er betrachtet diese Haut als unrein. Und so geht es, also es sind verschiedenste Formen der Verfolgung, das nimmt nach oben eigentlich keine Grenze, bis zur Rechtfertigung der Tötung. Es hängt von den Einzelnen ab. Manche haben großes Interesse, manche gehen mit den Fakten ehrlich um, manche schauen einfach weg, manche haben Angst, auch über die bittere Realität zu erfahren. Bis vor ein paar Jahren hielt man diejenigen, die über die wahre Beziehung zum Islam, für Hassprediger. Oder da sind Menschen, die Frieden zerstören, und manche wollten darüber gar nicht reden, wegschauen. Wir dürfen nicht den evangelischen Priester vergessen im Osten, der Selbstmord vorgenommen hat aufgrund der Tatsache, dass er Angst von der Entwicklung des Islams in Deutschland annahm. Das war kein Verrückter und kein psychisch Gestörter, sondern er war ein Realistischer, der genau die Zukunft des Landes mit den wahren Augen gesehen hat. Aber ich wende mich an meine Brüder und Schwestern im Dienst des Herrn, die Situation ernsthaft zu erkennen und entsprechend auch zu reagieren.